Na, wenn das mal nicht ein... Okay, da ist kein... Jetzt ist da doch eins. Wenn das mal nicht irgendein komischer Geheimer... Na, Pornokiller will ich es nicht unbedingt nennen. Labor? Ich meine, hier komme ich doch mit Sicherheit nicht rein. Okay, vielleicht komme ich doch rein. Ich wollte eigentlich bei der anderen Türe erst noch mal gucken, aber okay. Filme? Ja, toll. Aber was sind das für Filme? Eine Namensliste. Hatte irgendwas mit Chemikalien zu tun? Sind das vielleicht irgendwelche Aufputschmittel oder so? Also, wo man besser trainieren und so, ne? Kann? Also, ja, da steht jetzt, aber ist das immer noch dasselbe? Haben wir denn was Neues? Ich gehe halt trotzdem immer noch davon aus, ne, wir haben ja nichts Neues, dass wir am Ende alles da weg haben werden. Von der Liste, sage ich mal. Also wegen Betrug, ich schätze aber dann Doping, ne? Dass es im Endeffekt um Doping geht? Ja, toll. Okay, da können wir nämlich auch den... Oder was sind das für Filme? Kerstin... Nee. Was? Bruchhilde? Was zum Fick ist denn Bruchhilde? Kann ich nicht... Ja, ich kann... Ja, warte. Aber ich schätze mal, wir können mittels dem Gerät, oder? Bobby Yale. Helen Moore. Aber die sind komplett weiß. Sportlernamen. Ja, ich schätze mal, das wären Steroide oder irgendwas sein. Ja, ist ja gut. Was ist das? Ja. Was ist das andere? Genau das habe ich eigentlich erwartet. Gut, jetzt können wir auf die andere Seite latschen und uns vielleicht einen Film mal angucken. Oder vielleicht. Warte, können wir uns jetzt den. Was ist das hier? Hochentzündlich, Rauchen verboten. Toll. Aber ich dachte, wir könnten uns den Film aus der in Rolle da nehmen. Okay, hier komme ich halt gar nicht hin. Zumindest den von Sparrow. Versuchsperson Craig Spano. Behandlung Tag. Die Versuchsperson ist ein erfahrener Baseballspieler, der aufgrund des normalen Alterungsprozesses an Tempo, Kraft und Beweglichkeit verloren hat. Der Patient berichtet von starken Schmerzen am rechten Schulterblatt, wahrscheinlich die Folgen einer früheren Verletzung. Unser medizinischer Ansatz verfolgt zwei Ziele. Den Schmerz durch die frühere Verletzung zu verringern, damit die Versuchsperson ohne Symptome spielen kann. Und den Patienten dabei zu unterstützen, seine durch den Alterungsprozess verursachten konditionellen Einbußen wettzumachen, damit er wieder eine Leistung auf Top-Niveau abrufen kann. Behandlung. Tag 108. Der Patient hat keine Schmerzen mehr, wenn er seinen rechten Arm benutzt, sodass er unbeschwert den Ball werfen kann. Bislang scheint die einzige Nebenwirkung in einer leichten Euphorie 3 Stunden nach Verabreichung der Dosis zu bestehen, die 4 Stunden später wieder nachlässt. Diese emotionale Achterbahnfahrt geht mit leichtem Zittern einher. Behandlung Tag 341. Euphorische Zustände und gesteigerte physische Leistungsfähigkeit sind von immer kürzerer Dauer, während die darauffolgenden Phasen voller Depressionen und Schwäche immer länger anhalten, begleitet von starken Zittern. Obwohl wir alle therapeutischen Ziele erreichen konnten, werden wir die Behandlung beenden, um irreparable physische und mentale Schäden beim Patienten zu vermeiden.
Ich weiß zwar nicht, wie das bei Steroiden läuft, aber... Ja, wenn mein Körper gewöhnt sich dran, wird abhängig, braucht mehr. Und irgendwann ist das nicht mehr zu packen. So, ich glaube aber, wir müssen jetzt da rein. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt neue sah. Okay, doch, wenigstens die Fläschchen. Aber das ist ein... Naja, okay, vielleicht können wir das zusammentüdeln. Na toll. Ah. Mitchell macht einen Reibach, indem er Drogen verkauft, die Sportler noch besser machen. Okay, toll. Ich dachte, da kommt jetzt noch irgendwie was. Warte mal, ich warte mal ganz kurz, bis das sich ausgezippt hat. Ob wir jetzt wieder was Neues haben? Ja, wir haben wieder was Neues. Weil das andere, weiß nicht, da hatte ich jetzt keine Lust gehabt, irgendwie da durchzugehen. Krieg, O'Leary. Gesundheit litt unter den Drogen. Ich habe doch hier gerade noch was anderes, ein anderes Bild gehabt. Ja, eigentlich... Das Schlimmste an Mitchells Machenschaften ist nicht, dass sie illegal oder unmoralisch sind, sondern dass es ihm völlig egal ist, dass er die Gesundheit der Sportler ruiniert. Ja, es wird sich halt schon dann so gesehen was Neues finden. So. Runes Drogen haben bei der Sportler unerwünschte Nebenwirkungen. Jetzt steht da zwar, jetzt steht da wieder bloß eine 1. Also ich weiß nicht, ob das mir jetzt so viel weiterbringt. Warum ist immer noch dieses Bild da? Das ist halt so ein bisschen komisch. Okay, die Dings werden jetzt hier gar nicht erwähnt. Ich würde halt das schon gerne irgendwie wegkriegen, damit wir das Unnötige weg haben, aber irgendwie... Weiß ich nicht. Und das Schöne ist ja, übers Krankenhaus kommt der easy an die Sportler ran, ne? Um den irgendwas zu verkaufen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob es das schon irgendwie war. Und ja, das wäre ein großes Ding, glaube ich. Geh weg! Hey. Ist schon gut. Nur keine Angst, meine Kleine. Ich bin hier, um dich rauszuholen. Bitte nicht! Aua! Ich würde jetzt vielleicht mal annehmen, ich weiß nicht, wer Brunhilde ist, aber dass sie vielleicht die Tochter... Na, nee, von der Schlange kann nicht sein. Sonst hätte ich gedacht, weil sie irgendwas hat, was er dann probiert, mit seinen Experimenten zu heilen. Das ist nicht. Es war einmal eine wunderschöne Prinzessin, die hieß... Brunhilda! Hi, mein Name ist Brunhilda und ich bin sehr glücklich, sagte Brunhilda. Brunhilda, die einen wunderschönen Namen trug... Wirklich wunderschön! ...die einen wunderschönen Namen trug, traf jemanden, der etwas ganz Besonderes war. Oh, wer konnte das nur sein? Ein Zauberkater namens John. Ich bin ein Zauberkater und ich heiße John. Hi, John der Kater. Ich mag echt Zauberkater. Hi, Brunhilda. Ich werde meine Zauberkräfte einsetzen, um dir zu helfen. Aus dem Käfig herauszukommen und... Nein, ist traurig.
Du sagst alberne Sachen, John der Kater. Also, was wirst du tun, um mir zu helfen? Ein paar bunte Ballons aufzupusten. Ich mag Ballons. Was ist deine Lieblingsfarbe? Wow, das ist eine knifflige Frage. Aber John, der Kater, das ist doch die leichteste Frage der Welt. Komm, ich zeig dir, wie leicht das ist. Meine Lieblingsfarbe für Ballons ist... Rosa! Wow, Brunhilda, genau das wollte ich auch gerade sagen. Bernd! Bernd? John? Brunhilda? Freunde! Du spielen, ich gucken. Na gut. Hi, Bernd. Warum hast du denn diese Maske auf? Weil... Gas. Nun, vielleicht sollten wir von hier verschwinden. Was meinst du denn so, Bernd? Und was ist mit dir, Brunhilda? Meinst du nicht, dass... Also, ganz ehrlich, den Teddy mit der Gasmaske finde ich nicht mal so creepy, aber dadurch, wahrscheinlich weil sie so sehr abgemagert aussieht oder so, das... weiß ich nicht. Also das wäre jetzt wirklich mal irgendwie eine creepy Stelle im Spiel. Die da nicht liegen lassen, also sie hat ein bisschen, warte mal, kann ich den, ne, kann ich nicht, ein bisschen Angst gehabt, dass jetzt hier Gas eintritt oder so. Das Ding ist bloß, kann ich eigentlich jetzt wieder hoch, wenn ich wollte? Ne, könnte ich nicht. Ich bin hier also auch noch nicht fertig. Aber gut, das hat mich jetzt nicht so wirklich weitergebracht, außer dass ich habe das Mädchen ja noch nicht gerettet. Die liegt ja immer noch da. Und sie wollte ja auch partout nicht irgendwie hochkommen oder so. Deswegen, ich habe das Gefühl, ich muss jetzt hier wieder rumraten, bevor wir das, was wir in Informationen gesammelt haben, vielleicht wirklich großartig verwenden können. Warum das jetzt schon wieder da ist, ist halt für mich so ein Rätsel. Sein Gewissen zu beruhigen. Ich meine... Hier geht es eigentlich eher um ihn. Wer ist der Typ? Das wissen wir. Und ich will das halt immer noch zusammenfügen, aber das geht nicht. Ich glaube, um euch das zu ersparen, wie lange das dauert, werde ich gleich hier einen Cut machen und mich durch alles irgendwie durchprobieren. Also, bis gleich. Mitchell, der mit Dunn im Krieg war, hat versucht, sich als Yales Arzt auszugeben. Wow. Als ob wir das nicht schon gewusst hätten. Gott sei Dank musste ich nicht hier übermäßig viel tun. Ich meine, jetzt, das bringt mich jetzt auch nicht weiter, ist ja klar. Hier brauche ich auch nichts, weil ich habe jetzt keine Eins davor zu stehen gehabt. Hat jetzt auch nicht so lange gedauert, ich glaube 3 Minuten oder so, aber irgendwas übersehen wir halt. Oder übersehe ich halt. Besser gesagt. Irgendeine Info noch. Ich glaube, dass das bei der Kleinen irgendwie im Raum ist, aber... Weil hier können wir ja ihn schnell machen. Oder können wir uns nochmal... Den Film können wir uns ja nicht weiter angucken, oder? Vielleicht ist bei den Kisten noch was, ich weiß es nicht. Oder können wir uns doch noch einen Film angucken? Ah, ihren Film. Versuchsperson... Brunhilde Grün. Behandlung Tag 1514. Das Sprachvermögen der Patientin lässt immer stärker nach.
Sie kann nur noch einzelne deutsche Wörter aussprechen. Die Gewebedegeneration schreitet weiter voran. Und doch konnten wir, vielleicht aufgrund der drastischen Reduzierung der Benzylprotein und der Erhöhung der Anupropyl-Dosis, immerhin bei besagter Degeneration einen Rückgang um 3% feststellen. Darüber hinaus, und das ist vielleicht das bislang beste Resultat, konnte das Sprachvermögen der Testperson sich etwas erholen. Das ist nicht viel, aber dennoch sind wir auf dem richtigen Weg. Wir dürfen weiter hoffen. Ey, was so ein kranker Penner, Alter. Dann hättest du auch Dr. Mengele hier hin können. Ohne Witz. Okay, haben wir noch andere Aufzeichnungen? Weil das ist ja so gesehen dann wie ihr Langzeitversuchskaninchen, um zu gucken, was... Naja, wie man vielleicht Langzeit- oder was Langzeitschäden direkt sind, wie man die vielleicht wieder umtüdeln kann. Gil? Du weißt doch, dass du hier unten nichts zu suchen hast. Du weißt genau, dass du hier unten... Mistgeburt! Ich sollte sie umlegen, gleich hier und jetzt. Ich weiß nicht. Sie wissen nicht? Ich weiß, Sie probieren Drogen an diesem Mädchen aus. Brunhilde? Nein, sie ist meine Tochter. Sie kam mit einer degenerativen Krankheit zur Welt. Eine seltene Krankheit, die dem Engelmann-Syndrom ähnelt. Es sind nur 4 Fälle wie der ihre bekannt. Und keiner dieser Patienten ist älter als 5 geworden. Doch ich konnte einfach nicht aufgeben. Ich habe weiter geforscht und etwas entdeckt. Ihr ging es dadurch nicht besser, aber wie auch immer. Die gleiche Behandlung schien bei gesunden Testpersonen die Ausdauer und die Reflexe zu verbessern. Auch schien sich ihre Schmerztoleranz zu verbessern. Irgendwie bekam das Reich Wind von meinen Experimenten und versuchte mich anzuheuern, damit ich Supersoldaten heranzüchte. Ja, das Reich. Wir reden hier vom Berlin Ende der 30er. Ich bin mit Brunhilde geflohen und in ihr Land gekommen. Doch das amerikanische Militär hatte auch schon von mir gehört. Ich verbrachte den gesamten Krieg damit, Drogen an Soldaten zu testen. Manche waren äußerst effektiv, muss ich sagen. Als der Krieg vorbei war, wurden meine Experimente verworfen. Man verweigerte mir den Zugang zu den Drogen und Brunhilde ging es wieder schlechter. Dann schickte Gott mir Angus Mitchell. Wir hatten uns während des Krieges kennengelernt und er kam, um mir ein Angebot zu machen. Ich sollte Drogen für Sportler herstellen, er würde sie verkaufen. Mit meinem Einkommen konnte ich Brunhildas Behandlung bezahlen. Was soll ich sonst noch sagen? Mir ist aufgefallen, dass Yales Name gleich 2-mal in ihrer Sportlerliste auftaucht. Einmal war er durchgestrichen. Warum? Ich weiß nicht. Vor ein paar Monaten hat mir Mitchell gesagt, ich soll passend zu seinem Profil Pillen herstellen. Doch vor einer Woche sagte er, ich solle aufhören. Nur um mir dann vor 2 Tagen zu sagen, ich solle doch wieder anfangen. Wegen dieser Pillen. Okay. Da das seine eigene Tochter war, hatte ich den Verdacht schon geäußert, wo wir im Dings waren. Ich glaube ja, ich bin mir jetzt aber nicht mehr so hundertprozentig sicher, kann man das dann eher verstehen. Aber das ist halt so ein... Ich glaube, da kann man sich nicht reinversetzen. Also, dass man sagt, ja, das ist aber bloß noch künstlich am Leben halten irgendwie. Und sie schien jetzt nicht krass Schmerzen irgendwie zu haben.
Also, dass er total unglücklich wäre, deshalb wollte er auch nicht raus, weil er bei Papa bleiben wollte. Ich weiß nicht, hätte ich die medizinischen Fähigkeiten und hätte eine Tochter oder einen Sohn oder, ne, die Skelpe, ich glaube, ich würde da auch nicht anders handeln. Deshalb habe ich das jetzt auch nicht gewählt, weil ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass nicht jeder alles irgendwie für sein Kind tun würde. Wo sieht der da hin? Mach dir keine Sorgen, Josh. Du musstest doch die Wahrheit sagen, um Brunhilda zu beschützen, ne? Ich hätte das auch so gemacht. Pack deine Sachen zusammen und hör auf, dir Vorwürfe zu machen, okay? Danke, Angus. Dauert nicht lange. Ach, Schätzchen. Gefällt's dir hier? Ja, mir auch. Aber wir müssen woanders hin und das ist nur die Schuld dieses bösen Katers. Ja, Schätzchen. Wir ziehen jetzt in ein neues Zuhause. Ein schöneres. Und du wirst dort auch glücklicher sein. Und jetzt geh zu Papa. Gib ihm einen Kuss, na los. Gib ihm einen Kuss. Es tut mir leid, Josh, aber wir haben es versucht, nicht wahr? Hä? Was? Was soll das heißen, Angus? Ich wünschte, es wäre nicht so gekommen. Angus, was ist los? Leb wohl, Josh. Zufrieden, du Hurensohn? Das waren anständige Leute. Ich hoffe, jetzt geht's dir besser. Ich mag's, wenn du lächelst. Du könntest nicht weiter von der Wahrheit entfernt sein. Was zum... Würde mir etwas mehr Zeit verschaffen. Die Frage war nur, wie viel. Spanow ist gerade dort hinausgerannt. Thank you.
Hä?